Gesamtsanierung plus Neubau angelegt werden für diese Gesamtkonsolidierung? Wir rechnen hier mit Baukosten von rund 300 Millionen Euro, wobei hier bereits auch alle Reserven und die Vorausvalorisierungen berücksichtigt sind. Wir hätten im Falle einer Nichtkonsolidierung der Standorte mutmaßlich einige Millionen, 6, 7 Millionen Euro weniger investieren müssen für die Bausubstanz. Allerdings ist aus den Berechnungen ganz klar hervorgegangen, dass die technischen und redaktionellen Synergien, aber vor allem die Nutzungskosten, wenn wir von 3 Standorten auf 1 Standort reduzieren, diese geringfügig höheren Investitionskosten im Bau sehr, sehr rasch hereinspielen und in Summe, wenn man es abzinst auf den heutigen Tag, eine rund knapp 150 Millionen Euro bessere Variante dasteht, als wenn wir die Standorte Funkhaus und Heiligenstadt in der derzeitigen Ausbaustufe erhalten hätten. 35 Jahre, die Phase, in der man üblicherweise auch Gebäudeteile abschreibt. Die Finanzierungskosten möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Wir haben sie natürlich sehr klar eingegrenzt, sind in der Frage des Finanzierungsinstruments allerdings noch nicht entschieden. Es gibt hier unterschiedliche Varianten und würde ich hier jetzt Finanzierungskosten sagen, würde ich in einem Ausschreibungsprozess einem möglichen Bewerber einen Hinweis darauf geben, mit welcher Höhe der Finanzierungskosten wir hier rechnen würden. Ab wann werden die Bauärzte im Fahrgang kommen, um den Umbau zu errichten und nach der Sanierung des Hauptgebäudes mit dem Ausbau? Der nächste Schritt, das was bereits läuft, ist ja die Standsicherheitssanierung des Hauptgebäudes. Das sehen und hören Sie ja wahrscheinlich auch, wenn Sie drüben sitzen. Das heißt, so gesehen hat das bereits begonnen. Der nächste Schritt ist jetzt der Start eines Architektenwettbewerbs, den wir in den nächsten Tagen beginnen werden für den Neubau. Da rechnen wir, dass der im Laufe des zweiten Halbjahres auch zu einem Zuschlag